Beim letzten Mal hatte ich diese Weiche hier mit der Patina der Schwellen versehen und die Stege so weit rausgeschnitten wie möglich. Und deshalb kann ich sie dieses Mal, das federt nicht sauber, hat sich was verklebt. Na, da hilft nur drüber machen. Das nächste Mal muss ich erheblich vorsichtiger bei einer Weiche sein. Ich hoffe, die kann ich noch retten. Werde ich sie dieses Mal mit rostbrauner Farbe streichen. Diesen Burschen hier hatte ich das letzte Mal schon angefangen zu säubern. Dann werde ich ihn jetzt mal polieren. So. Weil ich ja mehr Gleise brauche, als ich bisher gefertigt habe, ist nun mein erster Arbeitsschritt, die Metzgerei an diesem Gleisstück. Denn wenn ich den Pinsel schon raushole, um meine Weiche zu machen, könnte ich ja gleich noch ein paar Gleisstücke mehr mitfertigen. Irgendwie ist die Federung da jetzt defekt. Der kleine Federdraht sitzt aber da. Der wird auch noch bewegt. Das wird schon gut gehen. Ha ha ha!
So. Damit wäre der soweit gemacht. Der kriegt natürlich sofort seine Patina. Und ich kann an dieser Stelle mal beginnen, die richtige Position für die zweite Weiche und vor allen Dingen für deren Sackbohrung, Ausschnitt zu finden. So, dazu lasse ich die vorgefertigte Weiche mal weg. Und nehme mir lieber eine andere Weiche. Daran müsste jetzt noch ein gerades Gleis kommen. Und zwar in der Standardlänge. Das wäre so eins. Okay. Und jetzt kann schon diese Abzweigweiche rein. Der montiere ich jetzt mal den Antrieb. Tja, das war der Gau. Sie zum Glück. Diesen Antrieb muss ich ja nun irgendwie mit dem Stellmechanismus synchron kriegen. Schneide ich es nicht mehr. Der Stellmechanismus besteht aus einem separaten Nöppel, der da drunter zu sitzen hat. Der muss direkt an der Stellschwelle sein und er ist nicht mehr da. Herzlichen Glückwunsch. Das Teil ist mir irgendwann irgendwo rausgesprungen. Der ist auf der Stellschwelle eingeklipst gewesen. Dann habe ich ihn während der Sägerei irgendwo abgemacht oder verloren.
oder hing der unten drunter, als ich den Antrieb zur Seite gelegt habe. Also ist er hier im Müll gelandet. Wie unterscheidet man so ein winziges Plastikteil von diesem anderen Kram hier, von den Abschnitten? Ja. So, wie rum muss der Bursche nun rein? Mit dem Hammer nach außen. Wobei außen in diesem Fall ja hier ist. Der Antrieb da. Der soll mit seinem Federblech auf die beiden Dinger gestülpt werden. Okay. Wie der Bastelspaß mit dieser Weiche nun ausgeht, erfahre ich erst in einer Viertelstunde oder so.